zurück bei Red Dog Tuning für uns Let's Play Car Mechanik Simulator 2018. Ja, jetzt habe ich Zeit wieder für eine neue Teile, so neue Parts zu aufnehmen. Und ja, Sie wissen auch, dass die letzte Mal, ja, da gibt es auch wieder Schwierigkeiten mit dem Motor. Aber da war, so wie gesagt, eine Teile, die habe ich sowieso vergessen. Aber wo war das? Erstmal, ich muss. Das war eine, wie gesagt, eine Können. Nein, das war nicht. Ah, Ihre. Ein Zündekerz. Ja, das habe ich vergessen. Das war klar. Und dann waren noch andere Teile. Das habe ich auch nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das kriegt man schon hin jetzt gerade. Ich hoffe mal. So, Zündekerz Tuning. Ja, das ist blöd gelaufen, wie gesagt. So, Nockenwelle-Lagerdeckel. Das habe ich. Okay. Dann Zylinderkopfabdeckung. So, jawohl. Aber auch nur Kleinigkeit, aber wie gesagt, die Kleinigkeit macht alles. Wenn wir vergessen alles, dann ja, ich muss alles neu anfangen. So mit dem Motor. So, Abgaskrümmer B6. Ja, B6C. Okay. Und wie gesagt, in dieser Part machen wir diese Porsche endlich mal fertig, weil jetzt wir machen rum mit dieser Porsche seit einiger Zeit für mich, für euch auch. Ich kann das auch verstehen, dass auf einmal. Wann wäre das Auto fertig? Ja, hoffentlich. Aber wie gesagt, das ist ein Motor, der sehr, sehr schwierig für mich war zu bauen. So, Moment, Moment. Nein, ich möchte gern nicht die Steuerdeckel groß abmontieren, weil das fällt noch wieder was. Oder? Nein, das ist auch alles okay. Okay, gut. Gehen wir wieder besser drüber, weil ich will auch mal alles endlich montieren, aber nicht so mit Stress. Das ist klar. So. Zündkerzen normal sind die, die sind alle da. Okay, dann machen wir die Zylinderkopf der Kopf B6. C. Nockenwelle-Lagerdeckel, okay. Ah, erstmal muss ich die Nockenwelle-Lagerdeckel, okay. Dann Zylinderkopfabdeckung. Aha! Jetzt, ich weiß das jetzt, ich habe das vergessen, diese Zylinderkopfabdeckung. Okay. Aber warum hat das nicht angegeben, dem Spiel? Am Anfang? Weiß ich auch nicht, ne? So, Zylinderkopfabdeckung. Das muss man mal gucken, ob ich habe das auch. Und da war noch ein Kabel, das habe ich auch vergessen. So, aber erstmal die Zylinderkopfabdeckung. Okay, Moment, Drosselklapp. Ich brauche sowieso ein Kabel, habe ich euch gesagt. Aber welche Kabel war das? Ich weiß auch nicht mehr. Ah! Kraftstoffverteiler B6B. Ich glaube, das brauche ich auch. Ja, weil irgendwie da war ein Kabel, das habe ich vergessen. So, so meint der spielt. Dass ich habe noch ein Kabel vergessen. Kein Problem. So, Zylinderkopfabdeckung. B6 Typ A. Ja, ob für mich aus, kaufe ich noch die Typ B, weil ich weiß auch nicht. Ob ich habe das auch wirklich dabei. Aber die der Zündkabel Satz, okay. Ich weiß auch nicht, welche Kabel war das. Ah, Zünd. Ich kauf mal ab. Kabel Satz Rot B, ja. Könnte man auch nehmen. Hoffen wir auch wieder.
Egal. Ich weiß auch nicht, welche Kabel ist das. Wie gesagt. Und dafür will ich auch auf jeden Fall nicht mehr auf die Risiko gehen, dass ich habe etwas vergessen. So, jetzt. Mittlerweile. Red Tox wäre auch trotzdem Profi. Oder? Aber so ein Motor. Da hatte ich niemals gedacht, dass ich habe etwas auch vergessen, weil der Spieler hat nicht gesagt, ah, da fällt noch was. Er hat auch gerade gesagt, ob alles okay, kannst du weitermachen. So, Zylinderkopfabdeckung. Ah, jetzt noch einmal, ein Teil fällt mir. Zylinderkopfabdeckung B6 Typ A. Aber gut, in die Tuning-Teil wäre das auch nicht zu finden, oder? Ich glaube, ich weiß nicht. Nein, weil ihr Zylinderkopf. Nein, 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 nein. Okay. Ich muss wieder in die normale Part gehen. Okay, dann jetzt ZY. Aber Abdeckung, ne? Das ist keine Zylinderkopf, das ist ein Zylinderkopfabdeckung. Ah, B6C, okay. B6C Typ A. Ja, ich kaufe mal ab. Gut, ich habe auch genug Geld. Das ist auch nicht die Sache, dass Geld wäre auch auf einmal nicht mehr voran werde. Da habe ich genug Geld. Ne? Ah, jetzt. Ja, Sie sehen auch, dass irgendwie. Ich habe trotzdem den Motor umgebaut, ohne zu wissen, dass es fällt noch was. Ne? Keine Ahnung warum, aber es hat funktioniert. Aber wenn ich den Motor starte, ja, nein. Da fällt noch das, das, das. Okay. So. Jetzt gerade alles okay. Jetzt schauen wir darüber. Normal ist auch alles okay. Okay, ja. Montage von Teil, okay. Machen wir schön die Servopumpe. V8 Tuning, jawohl. Aber was für ein Motor, wie gesagt. Ich wusste es auch nicht, dass ich bekomme auch Schwierigkeiten dabei. Moment mal, bevor dass ich mal die Motorabdeckung, weil da kommt noch Kabel. Ne? Ja, da muss ich auch wissen, wo kommen die Kabel noch. Ne? Aber ich bin froh, dass ich muss auch nicht mal die ganze Motor abmontieren. Ne? Da habe ich noch Glück, weil ich habe auch gedacht, oh, vielleicht muss ich noch wieder alles abmontieren und oh, dann viel Spaß. So, aber jetzt, aha, jetzt trotzdem kommt der Motorabdeckung, okay. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass ich könnte noch die Kabel ansetzen, weil, wie gesagt, die Kabel habe ich nicht gesehen. Ne? Das war auch nicht gedacht, so geplant, letzte Mal, dass die Kabel waren nicht dabei. Ja? So, jetzt kommt die Anzug komme, okay. Und Sie haben auch jetzt gesehen, gerade mit mir, dass ja, da hatte ich mal noch nicht mal die Zylinderkopfabdeckung auf einer Seite. Und warum habe ich das komplett gebaut danach? Das war noch eine Ratzel. Und das bleibt auch ein Ratzel für mich. Okay, jetzt machen wir die Blower. Blauer B6, okay. Dann jetzt machen wir die Kraftstoffverteiler. Aber dafür muss man hier auf, dass es kommt noch die Kabel da. So, die Generator sowieso. Generator B6C, jawohl. Und da bin ich mal gespannt danach mit dem mit dieser Porsche, ehrlich. Weil so lange rumgeschraube und da
Habe ich Angst, dass es funktioniert nicht mehr danach. Aber nein, jetzt, ich habe auch gesehen, da kommt noch die Kabel. Das war noch angezeigt. Aber warum die letzte Mal habe ich nicht die Kabel gesehen? Oder war das nicht so angezeigt von dem Spiel? Ich habe auch keine Ahnung. Wo ich habe auch lang geschraubt, da war eine Stunde mit dem Motor. Da denke ich mir auch, oh, hallo, was habe ich jetzt vergessen in einer Stunde? Da könnte ich auch nicht gerade 5 Stunden machen mit dem Motor, oder? So, Moment, jetzt die Sun-Kabelsatz. Aha. Jetzt sind die Sun-Kabel dabei. Okay, aber das ist noch nicht fertig. Sie sehen auch, das kommt noch wieder die Kahlriemen. Ja, nachträglich muss ich die Motor ausbauen und wieder richtig wieder bauen. Ich hoffe, Sie haben noch Geduld mit mir. Ich bin auch keine Profimechaniker. Und ich habe sowieso noch niemals eine Porsche geschraubt. Auch nicht zu Hause. Und wenn Sie sind eine tolle Besitzer von einer Porsche, ja, dann Glückwunsch. Der Mechaniker, der freut sich bestimmt, wenn kommt die Porsche wieder in Reparatur. Okay, jetzt kommt noch die Drosselklappe. B6 C, okay, da war die Tuning. Ah, das ist Sandy Tuning, okay. So, die Luftfilterdeckel. Ha, wir haben das bald geschafft, Leute. Mit dem Motor bin ich wirklich jetzt endlich mal fertig. Eieiei. Aber was für ein Gramm. Der Motor war viel Aufwand. Aber der ist komplett neu. Das ist auch nicht ein Motor, das ich aber mit Teil repariere. Und nein, nein, nein. Da habe ich jetzt alles neu gebaut. Mit euch. Und hoffentlich, dass es auch kommt, auch eine super Leistung. So, die Batterie ist auch verräumt. Sie haben auch gesehen in der letzten Folge, dass ich aber noch nachträglich gesucht nach dieser Batterie, weil ich habe auch gedacht, ja, hallo, wo kommt die Batterie? Da war auch nicht etwas angezeigt in dem Karosserieansicht. Da war ich auch verloren. Okay, aber normal, normal, der Motor ist fertig, oder? Habe ich was vergessen? Nee. Lüfter ist da. Dann okay. Aber immer zweimal kontrolliert. Nein, ich glaube, das ist alles okay. Okay. Jetzt endlich mal der Motor ist fertig. So, jetzt muss ich die Motor nehmen. Motor Standard. Motor entfernen. So, jetzt ja, aber wo ist die Motorkran? Ah, die Motorkran ist darüber. Warum ist sie wieder weg? Ich habe sie noch nicht gesagt, dass sie soll wieder weg. Tritt eben. Aber was für ein Teil, ehrlich. Diese Porsche, das war das Wahnsinn. Montiere, okay. Jetzt, ich kontrolliere mal. Hein? Wo die letzte Mal habe ich auch kontrolliert, aber. Ah nein, ich wollte noch kontrolliert. Ist noch alles voran in dem Motor? Okay, gut, dann das ist die Überraschung noch in dieser Folge. Aber ich glaube, dass jetzt ich habe alle Fälle beheben. Da waren nur 3, 4 Sachen, die habe ich vergessen. Nachträglich, okay. Normal, da sollte auch kein Problem dastehen. Okay, machen wir wieder alles schnell montieren. So, jetzt gerade, okay. Ich bin sowieso jetzt unten. Da muss ich noch die Getriebe anstellen. Okay, Getriebe. Ja, weil ohne Getriebe funktioniert nicht das Auto. Leider, leider. Und da hatte ich keine Getriebtuning. Stimmt. Da war auch keine Getriebtuning dafür, oder?
Moment mal. Was ist das für ein Getriebe? Getrieb C? Muss ich noch schauen, weil das hat mich auch irritiert. Letzte Mal, wo ich habe das demontiert. Ich habe auch gedacht, ja, hallo, war keine Tuning-Getriebe dafür. Aha. R6B. Das gehört die Porsche. Okay, das bin ich mir komplett sicher. V8. Getriebe B6C. Okay, und B6A, ja. Kaufe ich mir auch das ab. Ja, dann jetzt. Dann tatsächlich habe ich nicht geschaut nach dem Getriebe. Okay. Aber ich werde sagen, ich mache nicht diese Getriebe hier. Hallo, die Getriebe soll jetzt raus. Oder? Meiner Meinung nach, ja, soll die Getriebe jetzt raus, weil ich mache auch sowieso einen Tuning-Motor. Und dafür Tuning-Motor braucht auch eine Tuning-Getriebe, oder? Okay, Moment mal. Ich will das demontieren. Getriebe B6C, ja. Ja, ja, ja. Ich könnte sogar eine Getriebe-Tuning ansetzen. Ah, Gott sei Dank. Aber jetzt mal sehen. Ja, richtig. Dann Sie sehen auch, dass ich aber jetzt die ich habe die Porsche Getriebe original gemacht. Aber nein, ich habe trotzdem alles mit Tuning gemacht. Dann das hat sich auch rentiert, die Demontage, die ganze Motor. Ja, weil ohne das wäre auch nicht die Wagen auf Komplettleistung funktioniert. Oh, 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 die Schraube. Ich war, dass ich verkaufe die Wagen und dann. Hallo, meine Reifen sind weg. Haben Sie eine Ahnung, warum das ist weg? Nein. Nein, Quatsch. Gott sei Dank. Es gibt auch nicht so Probleme mit den Leuten, dass die. Die Schrauben schlecht, die Schrauben in die Werkstatt. Weil dann, uiuiui, Katastrophe auf die Autobahn oder auf die normale Landstraße. Auf einmal geht die Reife weg und, Spitze. So, jetzt, okay. Und jetzt, wie gesagt, das fällt nur, da fällt nur jetzt eine Teile, die, Anlasse. Und Öl. Und dann, wir gehen auf die Motorprüferstand. Aber erstmal die Anlasse. Die Anlasse, da muss ich auch wieder umschrauben. Ja, in die Motoransicht, jawohl. Hier ist das. Okay, Anlasse. Ja, und bis jetzt habe ich auch keine... So, ich habe auch nicht geachtet. Ob das gibt Neuigkeit von dem Spiel. Das werde ich auch noch die Woche nachschauen. Das ist auch für mich auch Pflicht, dass ich weiß auch, ob die bringen wieder etwas Neues. Weil der Spiel hat wirklich gute Potenzial, aber ja, da sind auch viele, so wie ich, nicht so begeistert, wie das ist immer abgelaufen in dem Spiel. Aber gut, da mache ich auch keine Vorwürfe mit den Entwicklern. Es ist so passiert, die denken auch, wir machen auch etwas fertig, pünktlich und ja, so ist das. Okay, jetzt mache ich alles zu. Erstmal die Motorkran auch bewegen, weil sonst haben wir auch Probleme. Motorkran wieder bewegen, jawohl. Gerät bewegen. Ja, Gerät zurückstellen. So, aber jetzt, wir dürfen wieder das Porsche ansehen mit meiner Red Toxe Schild, ja. So, jetzt Getriebtuning, ja. Könnte ich das von IRR machen, weil die letzte Zeit war immer das sehr helle und da hatte ich nicht etwas gesehen. Aber bevor dass ich mal die Getriebtuning rein, lass mal für den Moment. Wir gehen erstmal in die Motorprüfestand, weil
Ich weiß auch nicht, was ist die Leistung von dem, von diesem Motor jetzt. Fahrzeugbeweg, ja, nicht Gerede. Motorprüfstand. Oh, jetzt die Motor ist fertig. Oh, super, dann darf der Motor starten. Oh, zu Glück. Zu Glück, zu Glück. Okay. So, jetzt. Achtung. Da bin ich mal gespannt, was kommt mit die Leistung mit diesem Motor. Weil ehrlich gesagt, da habe ich viel rumgeschraube. Ich glaube, das ist die einzige Fahrzeug, wo ich habe auch sehr, sehr viel rumgemacht dabei. Ja? Die anderen waren alle schnell, aber dieses Fahrzeug, Leute, es tut mir leid, er war extrem. Und hoffentlich, es kommt auch etwas gut. So, Motorprüfstand, ja. Ja, ich muss es sehen. Okay, wir starten die Leistungsteste. So, Angaben von die Motorhersteller. 262 PS. Ich habe euch gesagt, da war normal 240 PS. Hein? Dann haben die auch nicht die korrekte Date. Okay, gut. Ja. PS. Okay. Da könnte man auch nicht rummecken, okay? Ich habe trotzdem 212 PS mehr rausgebracht. Ne? Das ist doch eine schöne Leistung. Ne? Okay. Fahrzeug bewegt wieder. Und dann wird alles jetzt. Wir machen auch jetzt alles mit die Zeitmessung. Ich habe auch meine Chrono am Start. Aber erstmal die Tuninggetriebe. Weil ich denke mal, dass wir könnten noch unser Getriebe wieder anpassen. Weil ich bin auch nicht so. 315 war angegeben jetzt gerade. Mit einem 5-Gang-Betriebe. Okay. Getriebe. 316. Ja, man könnte versuchen, aber. Ich glaube, da könnte man schön einen 6. Gang anbauen, oder? Ich bin auf die Meinung, dass wir machen einen 6. Gang und die 5. Gang, die mache ich auch runter. Moment. Ja, weil ich denke nicht, dass das mal erreicht. Ja, 295, okay. Was? 2394 km? Nein. Niemals geht dieses Fahrzeug auf diese Leistung. Ich werde sagen, ja, könnte man versuchen, 326 Kammer. Das ist bestimmt möglich mit das Auto. Und mal sehen, wenn das ist noch mehr möglich zu tun, dann machen wir auch. Aber erstmal, Moment mal, wir gehen zu die Vormax Teststrecke. Bis gleich. So, wir sind dabei. Oh, aber die Zeitmessung, ich wollte das sehen, aber okay, gut, das steht schön, die Zeitmessung. Okay, ich habe es auch nicht mehr geachtet am Anfang von dem Spiel. Es tut mir leid, aber wir dürfen jetzt sehen, wie stark ist die Motor. Okay, der Motor. It's sie. Okay, die Wagen ist stabil. Fünfter Gang. Okay, aber Sie sehen auch, dass meine Tuning hat nicht etwas gebracht mit die Getriebe. Okay, aber ich glaube, da könnte ich auch nicht etwas besser machen, weil vielleicht wäre das sich auch einschalten, die 6. Gang, ich weiß nicht. Aber trotzdem neuer Start, weil ich will auch schauen mit euch von die andere Perspektive. Aber ey, die Wagen sieht auch cool aus, oder?
Die sieht gut aus, ey. Schaut dir das an, das ist auch. Okay. Aber ich glaube nicht, dass ich mal besser. Ich glaube eh nicht, dass wir erreichen wieder mehr Tempo. Aber auf 0 bis 200 km/h, da macht sie 11 Sekunden. 0 auf 50, 0 auf 100, 3 Sekunden. Okay, das Eis. Dass die Wagen ist trotzdem nicht so schlecht mit unser Tuning. Okay, aber ich werde sagen, wir gehen zurück in die Werkstatt. So, ja, wir sind jetzt zurück. Wir sind jetzt zurück in die Werkstatt. So, über die Tuninggetriebe. Das mache ich auch nicht etwas. Ich werde sagen, ich lasse die Autos so. Okay, der neue Besitzer kann sich früh auf diese neue Wagen. Er kann sich froh machen. Okay, Fahrzeug an vor, ja, weil ich verkaufe jetzt das Auto. 190.000 plus 38.000 Restaurierung Prämie. Okay, super, ich verkaufe das auch. Hoppla. Und weg damit. Fast 230.000. Das ist doch ein mega guter Preis. Okay, jetzt hab ich Geld für die PWB, okay, für sein Auto. Sowieso, er muss mir noch schreiben, was für Farbe er möchte haben. Aber erstmal, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Da fangen wir auch an mit die Reparatur von diesem Fahrzeug. Okay, Motorprüfstand, nein, nein, nein. Da ist die Motorprüf komplett kaputt. So, jetzt, okay. Ja, leider die Farbe ist auch nicht so gut. Aber das ist ein Mustang GT, Ford Mustang GT. Ich weiß nicht mehr auf welche Jahrzeit. Das könnte man dann auch noch schauen, gemeinsam. Okay, die Sitz werde ich auch ändern, weil die sind auch nicht so bombastisch schön. Da werde ich auch Sessel machen, so Sitz, Sportsitze und Lenkrad, Sport, ja, alles für dich, PWB, okay. So, und danach, nach dieser Ford Mustang GT, kommt noch die beiden Mercedes-Benz. Das habe ich euch auch jetzt auch gesprochen. So, jetzt machen wir die Felge raus. Da muss man alles wegmachen, ja. Alles gerostet. Sowieso, das Auto hat einen Unfall gehabt. Da muss ich auch zugeben, da muss ich auch alles neu machen. Da darf ich auch nicht alles alte Teil wieder verwenden. So, Radnabe, nein, die Radnabe geht nicht weg. Geht nicht weg. Radlage, okay, Radnabe. Ja, und ein schöner Ford Mustang. Es ist auch schön, was. Episch, muss ich auch sagen. Wer möchte auch nicht heutzutage eine amerikanische Auto haben? Übrigens habe ich auch eine gesehen in meiner Stadt am Wochenende. Boah, dieser Motor, Sound, boah. Das war ein Ford Mustang GT auch. Das war auch das gleiche Modell. 5 Liter Modell war das. Und da hatte ich auch gedacht, mal liebe, so ein geiler Motorsound. Ja, die Leute, die machen auch nicht so gern Spaziergang mit das Auto. Doch, die machen das auch gern, Spaziergang, aber die fahren auch sehr vorsichtig. Da machen die auch nicht, ich habe jetzt viel Power unter die Haube, das ziehe ich auch mal durch. Nein, 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 da fahren die auch ganz langsam. Und ab und zu, ja, da geben die auch ein bisschen Gas, aber nicht für sagen, als Angeber. Ja, guck mal, ich habe eine starke Motor. Brumm, 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 brumm. Nein, nein, nein. Okay, wir machen noch 5 Minuten gemeinsam, dass wir haben noch eine schöne Part gemeinsam.
Und das PvP okay, wenn der See auch vielleicht danach die Fortschritt, ich weiß auch nicht ganz genau, wann der kommt wieder auf meinen Kanal. Die letzte Zeit hat er auch viel zu tun, glaube ich. Aber falls dass du siehst, diese Parts, dann ich bin dran, an dein Auto zu bauen. Ich werde sowieso was schreiben. So, Lenkgetriebe, Flammrohre. Ja, das muss auch weg. Oh, ja, ja, da muss ich. Da muss alles weg. Ja, ich könnte. Ja, ich habe auch gesagt, ich guck mal, was ist das für ein Fahrzeug. Aber ich glaube, das ist ein Ford Mustang GT oder GT. Weil GT, ich weiß auch nicht, ob das gibt wirklich eine Ford Mustang GT. Das war vielleicht noch ein Fehler von dem Motor. Ford Mustang GT, ja gut, aber ich glaube, das ist mehr eine Fälle als sonst. Okay, aber gut, ich werde sagen, dass ich mache jetzt die Partie am Ende. Wir machen noch weiter in die nächste Folge gemeinsam. Bleibt sie dran, ich wünsche euch alles gut und ciao, mach's gut.